So, hier bin ich auch schon wieder. Es geht weiter mit Zelda. Okay, jetzt sprechen wir erstmal mit dem Typen hier. Bevor du zum Dekobomb darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Haben wir ja jetzt schon. Hey, was ist das? Du besitzt ein Deko-Schild. Und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert. Unglaublich. Es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deku. Wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Das wollen wir ja mal sehen, wer hier der Weichling ist. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass erst Salia und nun auch der Deko-Bomb so viel Vertrauen zu dir haben? Na, okay. Ja, und hier kommen jetzt auch schon gleich die ersten Kämpfe. Jedoch sind die natürlich ziemlich billig. Okay, dann doch nicht. Doch. Wusste ich's doch. Dachte schon, ich habe mich geirrt. Und da bekommen wir schon einen Deko-Stab. Ganz normale Stöcke im Prinzip, die wir benutzen können zum Kampf. Aber die können wir auch anzünden über Fackeln. Können wir die hier auch schon auf die C-Knöpfe legen. Und damit können wir dann auch schon so die Items benutzen. Okay, erstmal der Deko-Baum. Deko-Baum, ich bin zurückgekehrt. Jetzt wird erstmal sehr lange gelabert, glaube ich. Oh, Navy, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen hier. Höre nun die Worte, die ich, der Deko-Baum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. Das haben wir ja schon gesehen. Link hatte wohl einen wirklich bösen Traum. Und davon erzählt er jetzt gerade auch. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Oha, dies ist auch dir widerfahren. Kier, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Ja, habe ich. So sei es. Tritt ein, tapferer Kier. Und auch du, Navy. Navy, holde Fee. Unterstütze Kier. Und du, Kier, höre mit Navys Worten, denn es sind Worte der Weisheit. Habe ich manchmal nicht so den Eindruck. Ich meine, wir waren schon im Osten, also da, wo der Deko-Baum hier ja ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite Rubine eingesammelt. Ja, im Osten ist der Deko-Baum, lass mal hingehen, wo wir da schon waren. Nun ja, wir betreten schon damit den ersten Tempel im Deko-Baum. Ist natürlich ganz normal in so einem normalen Baum halt. Und hier sind natürlich auch Spinnen und diese Schnapper-Viecher wieder. Aber sonst ist hier eigentlich nichts Besonderes. Wie gesagt, nur diese Schnapper-Viecher, die wir jetzt erstmal killen werden. Bam! Und da haben sie auch schon einen neuen Gegenstand gedroppt. Die Deko-Nuss im Gegenstandmenü kannst du sie auch platzieren. Genau, wirf die Deko-Nuss. Sie wird zerplatzen und deine Gegner betäuben. Wow. Auch eventuell sehr nützlich. Nehmen wir mal da hin. Probieren wir es gleich mal aus. Bam! Und damit ist er betäubt und wir können das verkillen. Aber ich finde, dieser Gegenstand ist sowieso nicht so wirklich nützlich. So, hier kriegen wir nochmal davon. Und Navy, was willst du denn jetzt? Schau doch, Claire, wenn du nach oben drückst, dann kannst du durch das Netz nach unten sehen. Mhm. Und da unten sehen wir schon, geht es weiter. Und da müssen wir... Oh, jetzt habe ich den Stock gezogen. Damit können wir übrigens ausschlagen. Aber das bietet sich eigentlich eher nicht so an, da der Stock sehr leicht zerbrechlich ist. Von daher sollte man natürlich auch das Schwert benutzen. Warum mit dem Stöcker, mit dem Stock hauen, wenn man auch ein Schwert hat? So, gehen wir mal hier hoch. Und schauen wir gleich mal, was hier gleich lauert. Ums Eck. Okay, hier sind noch ein paar Rubine. Und da sollte jetzt gleich, ja genau, die Truhe kommen. Sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. Ja, kann man. Jedoch sind dort Spinnen. Was ist in dieser Truhe drin? Ich, ehrlich gesagt, weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, eine Karte. Oh yeah. Das ist ja meistens so.
in jedem Zelda-Spiel, dass man da schon gleich diese Karte bekommt. Aber die ist doch manchmal ganz schön nützlich. Okay, dann schauen wir erstmal, was wir hier drin bekommen. Um eine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Okay, das war jetzt... Ist jetzt wirklich schwer, so eine Tür zu öffnen. Und was haben wir hier? Gucken wir mal. Das ist, Vorsicht, ein Laubkerl. Näherst du dich, verschwindet er. Lenke die Nüsse, die er spuckt, mit deinem Schild auf ihn zurück. Bam. Gesagt, getan. Okay, das erstmal weg. Oder? Muss man mit ihm sprechen? Ah. Vergebung, Herr. Lässt du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue? Springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung das Steuerkreuz nach vorne, rollst du dich ab und landest ohne Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe passiert. Probier es einfach aus, wenn du Mut hast. Ich verschwinde. Ja, da werden natürlich erstmal ein paar Tipps allgemein auf den Weg gegeben. Für Spieler, die das Spiel noch nicht kennen. Aber ich kenne das Spiel natürlich, also von daher brauche ich diese ganzen Tipps nicht. Und da öffnen wir schon die nächste Tour und da sollte die Schleuder drin sein. Unsere erste neue Waffe. Genau, die Feenschleuder. Im Gegenstandsmenü kannst du sie wieder auswählen. Das steht auch wirklich bei jedem Item. Drücke C, um die Schleuder zu benutzen. Halte C und ziele mit dem Steuerkreuz. Lasse C, um Deko-Kerne zu schießen. Wenn du sofort schießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lass dann los. Okay. Gut, damit haben wir schon mal den Master-Gegenstand. Und krabbeln wir erstmal hier rauf. Was ist, haben wir denn hier? Eine Truhe. Was ist da drin? Hoffentlich nicht nur so ein blödes Herz. Nee. Doch. Gott. Es füllt einer deiner Herzen auf. Wer hätte es gedacht? Gut. Wie kommen wir wieder zurück? Genau, wir müssen einfach diese Schleuder benutzen. Bam! Ein sehr schwieriges Rätsel wurde von uns gelöst. Und diese Deko-Kerne, die man damit mit der Schleuder abschießen kann und abfeuern kann, die finden wir auch immer wieder in den Blüten, die wir hier zerstören können. Von daher haben wir eigentlich immer oft genug Munition dabei. Und jetzt können wir erstmal diese Skulpturen hier abknallen. Oder wie heißen die? Vorsicht, hier ist ein Skull. Vandula. Skull Vandulas. Benutze eine Distanzwaffe, um sie zur Seite zu gehen. Die besitzen wir jetzt schon. Von daher ist das für uns kein Problem, die zu töten. Dann gucken wir nochmal nach oben, weil da habe ich jetzt nochmal eine gehört. Genau. Bam. Headshot. Da geht's down. Und wir können in voller Ruhe hier hochklettern. Und oben erwartet uns schon gleich das nächste Rätsel. Natürlich sind das ganz einfache Rätsel, die man so aus dem Stegreif einfach mal lösen kann. Aber für den ersten Tempel, das muss natürlich so sein. Und später wird es dann natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Und hier haben wir eine riesige Spinne. Wie heißt die denn? Riesenskulptula. Die weiche Bauchseite ist ihre schwache Stelle. Genau, und dann kann man ja zum Beispiel so draufkloppen. Ich glaube aber, dass man ihn exekuten kann, und zwar mit so einem Sprung hier. Ob das jetzt mit einem Schlag dann nur klappt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall können wir ja sonst gleich auch mal ausprobieren. Jetzt kommen wir in einen neuen Raum. Und da höre ich schon wieder Gegnermucke. Und zwar da oben. Und da unten. Okay. Knallen wir mal ab. Okay, es bringt nichts. Also werden wir ihn so killen. Bam! Das war ein riesig hoher Sprung. Und da kommt auch schon die Skulptula nach unten. Jetzt probieren wir es mal aus. Und bam! Ja, one hit. Okay. Also man kann diese Skulpturas einfach mit einem Sprungschlag, sag ich mal, besiegen. Jetzt drücken wir mal den Schalter. Und damit bewegen sich diese Plattform nach oben. Und wir können hier rüberspringen. Und wenn wir uns eigentlich immer vorher abrollen, dann können wir einen Tick weiter springen. Als normal. Nur so nebenbei mal gesagt. Ich weiß nicht, ob es nur bei Majora's Mask ist. Oder ob das auch schon hier so ist. Ich glaube, dass es eigentlich allgemein immer auch hier ist. Aber mal schauen. Und was haben wir hier in der Truhe? Ich glaube, den Kompass.
Yep, das ist der Kompass. Jetzt siehst du dich auf deiner Karte. Und nicht nur das, sondern wir sehen auch die Truhen. Und wie ihr schon sehen könnt, unten im Süden auf der Karte ist eine Truhe. Und die wollen wir natürlich nicht einfach so da rumstehen lassen, sondern die öffnen wir jetzt auch noch einmal ganz kurz. Und da haben wir auch schon die erste richtige Skulltula. Und die zerstören jetzt erstmal und bekommen so ein Ding. Du hast eine goldene Skulltula zerstört, du erhältst dafür ein Skulltula-Symbol. Genau. Was es damit auf sich hat, werdet ihr dann schon später erfahren. Also für die Leute, die das Spiel natürlich nicht kennen. Ja, dann gehen wir mal hier jetzt wieder raus. Haben wir jetzt alles eingesammelt. Und zwar müssen wir diese Fackel dort zum Brennen bringen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir diesen Deko-Stab hier anzünden. Und dann können wir diese Fackel in Brand setzen. Dann einfach das Schwert ziehen und der Deko-Stab wird nicht verbrennen. Und wir haben, können den immer wieder neu einsetzen. Müssen wir ihn natürlich zerstören. So, was willst du, hä? Bam! Down. Null Chancen gegen uns. Wir sind noch viel zu gut für diese Gegner. Und jetzt müssen wir Folgendes tun. Und zwar müssen wir hier runterspringen. Und damit sind wir im Prinzip so schwer geworden, dass wir dieses Spinnennetz zerstören konnten und hier nach unten fallen. Und hier geht es auch gleich weiter. Ein Deko-Stab für uns. Hier höre ich wieder so was rumkrabbeln. Ah, da hinten ist es auch schon. So, gehen wir mal auf ins Wasser. Okay. Kann ich nicht anvisieren? Dann halt nicht. Dann knallen wir dich halt ab. So. Und jetzt ist es ein bisschen tricky, da ranzukommen. Ich glaube, so funktioniert das auch. Okay, dann nicht. Dann müssen wir halt dagegen springen. Und zwar so. Bam. Du hast eine goldene Skulptur zerstört. Ja, ja. Das steht da auch immer wieder, wenn wir eine Skulptur zerstören. Und ich habe das wieder krabbeln hören. Ach, da ist noch eine. Die ist dann natürlich ein bisschen einfacher zu bekommen. Also das Symbol jetzt einzusammeln. So, krabbeln wir mir hier einmal ganz kurz hoch. Und da haben wir dann auch schon unser drittes Symbol. Bam. Du hast eine goldene Skulptur zerstört. Ja, ich weiß, das ist schon meine dritte. So, man kann natürlich in diesem Spiel auch tauchen. Aber nicht besonders lang. Und das nützt uns auch nicht wirklich viel. Erst später nützt es uns was. Aber das brauchen wir sowieso auch nicht so oft. Gut, oh. Damit konnten wir diese, dieses Spinnenweben dort entfernen. Und hier ist eine Truhe. Was ist dort drin? Ich weiß es nicht. Und wieder so ein lächerliches Herz. Na egal. Wir können auf jeden Fall diesen Deko-Stab hier anzünden. Und natürlich geht er logischerweise auch aus, wenn wir ins Wasser springen. So, springen wir damit rüber. Und zünden einfach mal auch dieses Spinnenweben an. Und damit schalten wir den nächsten Weg frei. Aber das sehen wir erst, was sich dort hinter verwirkt, im nächsten Part. Bis dahin sage ich erstmal ciao, Leute.